Ein Maulwurfspfad. Wo führt uns das denn bitte hin? Zu ganz vielen Maulwürfen? Japp. Okay. In Deckung gehen. Sieht ziemlich brenzlig aus. Lieb von dir. Jesus. Oh, neue Technik. Impuls. Impuls. Oh, nice. Nicht übel, oder was? Ich helfe auch. Ach so, Heilung. Immerhin. Ohrwurm. Dieses Lied ist nur für euch. Feiert. Feiert. Die feiern es alle. Wow. Sorry für die ganzen Cuts. Ich glaube, ich lasse einfach die Cuts jetzt. Es kommt gerade so viel Neues. Du bist überlebt. Tanz. Die feiern es total. Und dann werden sie umgebracht. Bam. Bam. Gut gemacht. Und jetzt bam. Dann mache ich einmal wieder Cut und dann gibt's was Neues. Level up für Igitt. Und das war's so ziemlich. Ich lasse es aber wirklich die Cuts. Da schreibe ich alles rein. Fieser Maulwurf. Ein neuer Gegner. Interessant. Was hier auf diesem Maulwurfpfad alles zu sehen ist. Aua. Bam. Wetz, wetz. Oh, Wetzen mit Pferd. Besser geht's gar nicht, oder? Bam. Komm jetzt. Kling endlich. Danke. Professor Igitt ist Verlass. Schön. Schön. Die Bonuserfahrung kriegt er natürlich. Dum-dum-dum. Das sollte jetzt hier zu Ende sein, oder? Eine Kiste mit einem zweisternigen Deli-Becher. Und hier ist das Ende. Außer kommt noch ein Gegner. Nein, gut. Willkommen zurück zu Miitopia. Auch wenn ich das eigentlich vorhin schon hätte sagen können. Naja, auf jeden Fall willkommen zurück. Und Pünktchen Catsuit. Hoffen wir mal dem guten Nebenbild von Mike. Wie sieht denn das aus? Naja, gefällt mir jetzt nicht so sehr, um ehrlich zu sein. So, dann kaufen wir den anderen natürlich auch noch ihre Sachen. Zum Beispiel das Experimentenkittel. Das sieht bestimmt sehr sick aus. Dum, dum. Ja, das hat was. Das ist cool. Das hat was. Vor allem mit dieser Brille oben drauf. Und du willst ein Megafon. Alles klar. Dann hol ich dir ein Megafon. Ja, warum nicht? Du, 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 du. Gut, dann futtern. Schokoladig, eiskalt und unwiderstehlich. Einfach delikat. Na, überhaupt nicht. Schade. So, du kriegst wieder einen Deli-Becher. Ich weiß, du liebst sie. Nimm sie. Und lass mich in Ruhe damit. So, das hat noch niemand probiert. Ich kann es probieren. Das ist ganz okay. Was sagst du? Achso, ja, gut. Abwehr und Tempo. Jo, warum nicht, ne? Wenn der wahrscheinlich der Einzige ist, der es mag, dann warum nicht? Wollen wir ein bisschen trinken. Schon die Stimme und alles. Toast. Ja, Toast, schon lecker, ne? Wer mag Toast bitte nicht? Gut. Dann auf geht's. So, nachdem ich diesen Weg nämlich gemacht habe... Oh, du hast 5 verschiedene Catsuits. Okay. Nachdem ich diesen Weg gemacht habe,
gibt es nun auch hier noch einen Weg und wir müssen das hier noch machen. Also ja, leider gibt es hier noch ein bisschen was, aber das hier cutte ich kurz raus. Und zwar wirklich. Oh yeah. So, damit wird es auch abgehakt. Und ich und Professor Igitt lernen uns ein bisschen besser kennen. Schön. Okay, dann wollt ihr doch bestimmt wieder was futtern, oder? Wie schmeckt's? Nicht so gut, schade. Okay, und wie schmeckt das? Gut. Okay. Und wie schmeckt das? Sehr gut. Okay. So. Jesus hätte das hier noch gerne. Nom nom. Dann nimm sie halt alle. Zack. Dann die Toasts. Also beide satt, ne? Ah, lass mal erstmal gucken. Wie sieht's aus? Mag sie. Nice. Pleuingwurzel. Auch nice für sie. Gut. Okay. Achso, Mike hatte noch Hunger. Moment, Mike hatte noch Hunger. Ihm habe ich ja gar nichts gegeben. Ja, aber... ich lasse es auch. Ich will das alle Sachen probieren, deshalb... naja, komm. Auf geht's! Wir wollen uns die Kiste schnappen, bevor wir dann mit Iwata über die Lampe reden. Blam, blam. Ja. Holen wir uns die Kiste. Vielleicht ist es ja kurz. Letzte Kiste war auf jeden Fall sehr, sehr kurz. Einfach zack, hier lang. Kiste, so wie hier jetzt und das war's. Oh. Das war eine Falle. Das war nicht die Kiste. Oh, no, no, no. Das sind mega viele. Oha. Bam. Nice. Impuls. Bam. Neue Technik. Krächzen. Macht zwar sehr viel Damage, aber tut auch uns ein bisschen weh. Aber das war jetzt wirklich nicht viel, was uns wehgetan hat. Deshalb beschwere ich mich noch nicht. Tatzenhieb gelernt. Böse Schmerzender. Was? Böse Schmerzender Hiebeangriff verursacht beim Gegner Schaden. Oh, nice. Entzünden gelernt. Erhöhe mit chemischer Behandlung die Waffenreichweite von Freunden. Okay, kleiner Push. Der Support? Ja, warum nicht? Und das war's schon hier? Gasthaus? Nein, hier ist erst die Kiste. Mit Rüschentaler. Für den Jesus. Das sieht so dumm aus. Mein Sohn. Ich bin nun hübsch. Oh Mann. Aber okay. Erstmal Anfang der Folge ein bisschen Quatsch gemacht hier. Level 5 mit Forscher. Du hast auf deiner abenteuerlichen Reise durch Mitopia 50 oder mehr Schatzrunden geöffnet. Okay. So, und nun. Ja, was gibt's? Nichts. Ja, ich will weiterspielen. Komm, weitermachen. Ja, erstmal hier Jesus hier rüberbringen, weil die talken wollen. Nom nom nom. Ihr kriegt ein Level up wahrscheinlich. Yep. Oh, fast zwei sogar. Level 7 miteinander. Das ist gut. Aber ich find's besser, wenn ihr euch so vertragen würdet, ihr beiden. Oh. Gefleckte Pfoten. Oh, das sieht niedlich aus. Cool. Okay, ich sehe keinen Unterschied, aber naja, egal. Nehme ich sie. Und du willst auch was? Sans Ketchup. Klar, warum nicht? Wo ist hier? Oh, dein Ernst, du hast einmal diese Chance und du versch... wir reden nicht drüber. Ich möchte nicht darüber reden. Das mag auch niemand irgendwie. Wow. Was mit dem Glyphentoast? Okay, Jesus ist nicht so. Wird ja auch nicht so. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall, wer die bekommt. Und zwar... ich. Ich kann die Energie gut gebrauchen. Nom 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 nom. Aber weil ich ja so ein netter Mensch bin, kriegst du auch noch mal ein bisschen hier was. So. Käsekuchen. Esst mal hier. Schmeckt gut. Schön. Und das hier? Nicht so. Schade.
Und wie sieht's hiermit aus? Überhaupt nicht. Was sagst du? Doch, total lecker. Krass. Du willst nicht mehr? Okay, wir haben jetzt gar kein Essen mehr, so langsam. Ich hab's geschafft. Ich hab mein ganzes Essen ausgegeben. Nice. So. Iwata! Oh, wir müssen erstmal zu ihm hin. Okay. Können wir bitte was langsamer machen? Okay. Aber hier scheint er wohl zu sein. Hey, Fernando. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Und zwar... Aha. Ach nö, doch nicht. Okay. La. Interessant. Schnell. Ja, mach ja schon schnell. Vorher wolltest du langsam machen. Jetzt mach ich ja schnell. Kannst dich immer hin und her. Muss dich eigentlich schon entscheiden. Ich mag gerne schnell machen. Weil dann kriegen wir mehr in der Folge hin. Augenblick mal. Entzünden. Oh, cool. LOL. Ja, nice. Und über 500 erreicht. Schön, schön, schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Harmonie gelernt. Verbreite die Liebe und besänftige den Ärger eines deiner Freunde. Niedlich. Ich frage heute meine Lieblingssachen. Freuen wir uns auch über die kleinen Dinge. Oh, lalala. Nanu. Was machst du denn hier? Ein Lampengeist will das Königreich zerstören. Also ist das Siegegib-Lachen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Moment. Was ist denn das für eine Lampe? Du meinst die? Kaum zu glauben. Das ist genau die, wie ich suche. Damit kann man den Bösewicht einschließen. Ist auch gar nicht wer. Man muss die Lampe hochhalten und den Bandspruch aufsagen. Bandspruch? Den Namen des Lampengeists. Man muss ihn nur immer und immer wiederholen. Den Namen des Geistes wiederholen, ja? Ganz genau, das schaffst du. Okay, danke für den Tipp. Gut. Nicht so schnell? Okay. Machen wir den entspannten. Ob wir den Lampengeist wirklich wieder einschießen können? Als Bandspruch musste man noch nur mehrmals seinen Namen sagen, oder? Also sagen wir einfach immer wieder, wie hieß er eigentlich? Ach, das fällt uns bestimmt wieder ein. Sag mal, haben wir seinen Namen überhaupt schon mal gehört? Gelesen. Aber vielleicht nicht gehört. Naja. Aber wir sollten jetzt Zugriff haben zur Höhle, meine ich, oder? Zu diesem geheimen Versteck. Oh, Brief erhalten. Warum? Lieber Mike, ich wollte bei dir schreiben, wie toll ich Nintendo finde. Okay, schon wieder Eigenwerbung von Nintendo, aber egal. Und von der Leute gerettet. Die Macht ist groß. HP-Streuer vergrößert. Statt 80, 100 HP. Und MP-Streuer vergrößert. Statt 30, 35 HP. Ho, ho, ho. Du bist wahrhaftig ein guter Miitopia-Krieger. Bei 550 kriegst du noch was. Ho, ho. Okay, alles klar. Ich will zu Miku. Warum willst du nicht bei mir bleiben? Nein, halt nicht. Wir haben heute richtig viel Zeit. Huiaba! Ich denke, es ist einfach nur ein Look. Hä? Wow! Kawaii! Spaß. Oh Mann. Ja, gut, ne? Alle wollen was haben. Getigerter Catsuit. Aha. Lass mal sehen, wie es aussieht. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich das nicht so sehr. Warum kann man das Spiel eigentlich mit Y pausieren?
Versteh's nicht ganz. Fabulous Kittel. Ja gut, wenn du fabulous aussehen möchtest, sage ich nicht nein zu. Fabulous. Hä, wie sagt er wieder das normale Ding da in der Hand? Ist das richtig? Pünktchendress. Hatte ich das nicht schon gekauft? Ja, wie auch immer. Jetzt hat die es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, irgendwie. Das fühle ich auch nicht so sehr. Flechtaler Ware. Oder was stand da? Flechtaler Ware, oder? Ach, keine Ahnung. Das sieht schon besser aus, aber in welcher Farbe? Sowas vielleicht. Ja. Warum nicht? Ja, warum nicht? So. Falterhonig. Sorry. Das mag niemand. Okay. Okay, ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe 10 Stück von diesen Dingen, aber die mag halt niemand. Das ist das Problem. Lass uns erstmal hier. Ich gehe ja zu Miku. Deshalb machen wir uns erstmal hier ein bisschen hoch. Von der Freundschaft. Etwas zu andringlich. Oha, nein. Oha. Oha. Dadurch wächst die Nähe. Gut. Ah, nicht Felsenschoki. Ihr mögt sie doch nicht. Warum nimmt ihr die dann mit? Das ist wieder sowas, das regt mich auf. Händchen halten. Ob ihr geht in der Höhe? Gute Frage. Kein Glück. Eingebissen? Eine HP-Banane. Okay. Eine Banane. Und Level 5. Schön. So, dann würde ich sagen, könnt ihr beide nochmal. Dann seid ihr auch noch hier Level 5 und dann können wir tauschen. Maybe. Mal gucken. Ganz schön spät. Will du die Aussicht genießen? Okay. Ist das spannend, das Buch? Oh ja. Ja, aber für Jesus vielleicht nicht so sehr. Aber zumindest wächst er durch die Nähe. Genau nach Plan. So. Was kriegen wir hier? Ein Schleimgelee-Sternchen. Dreimal. Okay. Ich warte jetzt wieder, bis ich ein bisschen Essen angestaut habe, weil jetzt, finde ich, lohnt sich das nicht mehr so sehr. Okay, dann können wir ja nun weiter erkunden. Du hast 3 verschiedene Dressen. Die Popstar-Kleidung, ja. Cool. Ja, ich hatte recht, man kann jetzt hier in die Höhle rein. Den müssen wir auch lang. Ganz ehrlich, ich möchte aber tatsächlich erstmal rausfinden, was da ist. Haben wir eigentlich schon bisher alles? Alle Felder? Oh, hier fehlt was. Achso, nee, stimmt. Nee, das ist ja hier der eine, den wir noch nicht machen können. Weil dafür müssen wir ein bisschen leveln. Das ist wie so ein Doppelboss. Ja gut. Mach ich das hier doch. Und dann gehen wir runter. Oder? Huch. Schwere Felsbrocken verspenden den Weg. Dann nicht. Dann werden wir gezwungen, nach unten zu gehen. Alles klar. Was wäre denn hier? Wow. Höhlenlabyrinth. Hier fließt ganz viel Sand runter. Auf geht's. Ich kippe gleich um. Wow, das Echo hier ist echt heftig. Allerdings, ich zucke schon beim kleinsten Laut für Schreck zusammen. Wirklich? Tja, was passiert dann wohl, wenn ich... Buh! Wenn was? Nichts. Was hat er versucht, mich zu erschrecken? Maybe? Eine Weggabelung, mal wieder.
Dum, darf die Level immer mehrmals machen. Toll, toll. Toller LOL. Du. Hör, roter Kobold. Was ist denn lustig bei denen? Tatsnieb, hier ist es doch. Miau! Neue Technik! Tatsnieb! Ah, so ein Sprungangriff. Okay. Cool. Macht ordentlich Damage. Lässig. Bam. Pass auf! Uff. Oh, nice. Pferd. Schnauben! Los, Fernando, schnauben! Wie so ein Pokémon. Los geht's! Als ob der Rote da noch lebt. Aber jetzt nicht mehr. Daum, meine armen Beine. Wo führt das denn hier hin? Ist eine Kiste? Aha. Bisschen Gold, ja. Und dann? Oh, Stein im Schuh. Puh, wird's dunkel. Wahrscheinlich ist das hier der letzte Gegner vor. Oh. Ende. Eine Gelbkobra. Die sieht voll cool aus. Wirklich voll cool aus. Tatsnieb! Nein! Falscher Gegner. Naja, egal. Müsste so auch okay sein. Nice. Nice, der Support von Professor Gitz. Alles in Ordnung? Mike! Du. Ich sollte mich bedanken. Ich habe keinen MP mehr. Okay, da muss ich so angreifen. Komm, jetzt macht's ja down. Zugabe? Okay, dann greife ich nochmal an. Augenblick. Nice. Cobra Nuggets. Oh Gott. Cobra Nuggets. Boah, da hab ich aber schon wieder Hunger auf Nuggets, ne? So, keiner real life mäßig. Muss ich mir für nach der Folge merken. Halb ironisch gemeint. So, ihr habt wahrscheinlich wieder, genau, eine wachsende Nähe. Nein. Spaß. Wollt ihr was haben? Ja, ihr wollt was haben. Baumwollhandschuh. Leute, ist einfach so ein Mario-Handschuh. Oder? Ja, wie geil. Ja, let's go. Das finde ich funny. Das ist nice. Was ist mit dir? Komm, bitte, Cole, hol das Ketchup. Ich will, dass du mit Ketchup angreifst. Yes. Ketchup. Toll. Ach, das finde ich einfach lustig. Keine Ahnung, wieso. Ich finde aber funny. Bam, bam, bada, bam, bam. Und wo führt das Ganze hin? Oh Gott, so viele Wege, so viel zu tun. Lass uns mal runtergehen. No, vielleicht habe ich ja erstmal nach oben und dann nach unten gegangen. Dann machen wir es genau andersrum. Langsamer machen. Nee. Geh das nicht langsam an. Wir müssen rennen. Schnell. Ein Gegner will uns aber stoppen. Das akzeptiere ich nicht. Ich drück Pause. Spaß. Kämpfen gegen Fossil. Aha. Ja, die schnauben wir alle weg. Nice, hat so wirklich geklappt. Ja, hier werden wir anscheinend in der nächsten Folge uns ganz viel erkunden. Level up. Einfach alle langsamer machen, ne? Okay. Mein Bauch kneift. Autsch. Dann gehen wir geradeaus. Die wollen alle langsamer machen. Ja, okay. Du bist wirklich lässig, Igitt. Seht nur her, Leute. Aber ich weiß, was neulich war. Da hast du geheult, als du deinen Teddy verloren hast. Oh ja, aber woher weißt du das? Och, war eigentlich nur ein Witz. Seht nur her, Leute. Da. Ja, ja, okay. Bald am Voraus. Und hier ist noch ein Gegner, bevor wir das
das aus erreichen? Gegen ein Krebsfossil. Aha. Augenblick. Augenblick. In meine Hände. Abgeklatscht. Das ist ein Fossil, aber ein viel stärker, oder wie? Lässig Aktion. Ausweichen. Nö. Zu langsam. Nice. Gut, dann werde ich wahrscheinlich wieder offscreen oder direkt am Anfang der nächsten Folge hier ein bisschen was aufräumen. Oh, Brief erhalten, bevor wir enden. Lieber Mike, zurzeit sind wir für unsere tragende Rolle echt unterbesetzt. Wäre es denn so teuer, noch jemanden einzustellen? Dein Guy Manuel. Alles klar.